Moin moin liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Teil von Let's Play Raft oder Onkel Svenner irrt hier auf Caravan Island rum. Ich habe zwischen den Folgen gerade nochmal das Inventory leer gemacht, habe nochmal ein bisschen an Bord nach dem Rechten gesehen, sieht alles ganz gut aus. Na, wir müssen halt immer darauf achten, dass unsere Lamas und unser Schaf da unten, dass da genug Batterie drin ist. Die muss ich nämlich mal eben wechseln und ein bisschen Wasser nachfüllen. Ja, dann. Ja, müssen wir hier auch mal wieder auffrischen. Und der gibt uns halt einen vollen Boost. So, also weiter im Text. Wo waren wir schon? Hier waren wir schon drin, ne? Deswegen lassen wir immer die. Ich kann selber mal. Wo kamen wir denn her? Ich habe mich verlaufen. Hilfe! Ich sag doch hier, ich irre hier rum. Wir kamen von da. Genau, den haben wir. Ach Gott, segne die Flashlight-Mod. Die ist echt so viel angenehmer. Dann gucken wir mal hier. Bread and Bakery. Eine Backerei. Bäckerei. Zack. Warum sagen die Bread and Bakery? Macht eine Bäckerei noch was anderes außer Brot? Ja, sicher, die machen auch Kuchen, aber normalerweise macht das auch ein Konditor. Also. Egal. Fragen, die die Welt bewegen. Gucken wir mal hier rein. Tür auf. Ah, guck mal, Dettos Hinweis. Sailing as one, the Oder auch raft nicht. towns of Indonesia. The flooding of Jakarta has led to escaping locals creating interconnected rafts as they make their way to land. We just make do, said Putri Reyes, one of the earlier adopters of these raft towns, when inquired by one of our reporters about their living conditions. Drifting largely on sea currents, they appear to be growing at a steady rate, raising considerable concerns with coastal authorities. A maritime hazard in the making, the foreign minister stated this morning in a public address. Despite these concerns, many believe raft towns could very well be a viable alternative. Recent rumors surrounding the construction of sanctuary towers in the southern hemisphere has only increased tensions. We sought a comment from the local government. Ja, ne, also Jakarta, jetzt müssen wir überlegen, wo Jakarta liegt. Irgendwo Indonesien. Ist wohl überflutet worden, als erstes. Ich meine, klar, ne, wenn man sich jetzt hier auch die aktuellen Klimagipfel anguckt, die sind alle am Meckern, ne? Philippinen, Jakarta, Indonesien, die ganze Ecke da unten. Ne, also südlich von China, Vietnam, Thailand, Taiwan, da unten die ganze Ecke. Also das ganze Ding da zwischen China und Australien, das ist halt das Erste, was absaufen wird. Und das ist hier auch aufgegriffen worden in dem Spiel. Und jetzt meckern sie alle, die wollen natürlich irgendwo hin. Ne? Typische Flüchtlingssituation. Man kann von Flüchtlingen halten, was man will. Aber, ne, ey, wenn die dein Haus abfackelt, willst du auch irgendwo hin. Einmal hier rum. Oh, hier kommt man rauf. Okay, wusste ich auch noch nicht. Machen wir das gleich. Egal. Das soll hier kein politischer Diskurs werden. Wir wollen hier ganz entspannt Raft zocken. So. Gut. Wobei ich mich köstlich darüber aufregen kann. Nee, egal. Wollen wir nicht. Nein, Onkel Svenner, halt die Klappe. Kein politischer Diskurs. Zack, durch da. Rein da, rein da. Ah, rein da. Oh ja. Knapp. Ja. Und dann ist hier nicht mehr was drin? Ich glaube, ich spinne. Kommen wir hier? Ne. Ja. So, dann probieren wir es nochmal mit hier oben drauf. Und hopp. Und hopp. Jetzt sind wir schon mal hier oben drauf. Na, die unten haben wir alle abgefrischt. Da oben war ich noch nicht drauf. Aber das gucken wir uns nochmal an, wie wir da hinkommen. Kommen wir da irgendwie. Na, komm. Kommen wir da reingesprungen? Da geht's auf jeden Fall weiter. Parcours, ich hasse Parcours. Es geht! Es geht. Man muss nur wollen. Gott, ich klinge wie mein Sporttrainer früher. So. Gut. Ups. Zack. Dann gehen wir mal hier drauf.
Das gucken wir uns gleich an. Oh, guck mal, hier ist noch ein Kabel. Wusste ich gar nicht, dass es hier oben ist. Ich dachte, das ist weiter drüben. Mehr, da kommen wir ganz, mehr oder weniger ganz zum Schluss hin, wenn wir uns nicht großartig verlaufen. Da geht's auch erst später weiter. Ich will jetzt eigentlich da oben drüben drauf. Wie komme ich da denn hin? Gehen wir mal hier lang. Und... okay, kann man langlaufen. Zack. Zack. Ach, das geht ja alles viel einfacher, als ich dachte. Dann, ups. Ups. Und da lang. Den machen wir mal auf. Auf. Zack. Da ist noch was drin. Schrott. Schrott ist gut. Schrott haben wir nämlich auch immer zu wenig. Gut, haben wir sonst noch was? Da oben ist noch einer. Wie kommen wir denn an den ran? Ne, das wird nix. Kommen wir da irgendwie drauf? Wenn man hier drauf springt. Ne. Ne. Jetzt sind wir wieder ganz unten. Können wir den Baum nutzen? Nee. Na, hier war ich auch noch nicht. Wieso war ich denn hier noch nicht? Na, mal gut, dass ich mich hier verstolpert habe. Da wollte ich hin. Wie kommen wir denn da drauf? Oh, das ist eins von diesen Dingern, wo man sagt so, entweder cheatest du dich da hoch. Klar, ich könnte meinen Fly-Modus ansetzen und darauf fliegen, aber das ist ja jetzt nur nicht im Sinne des Erfinders. Wir kamen hier hinten bei der Fleischbude, kamen wir da rauf. Zack. Hier drauf. Da lang. Darüber. Da lang. Ist hier irgendwas? Oh, warte mal. Kommt man da irgendwie hoch? Hier hinten Möglichkeit? Nee. Egal. Egal. Bevor wir uns hier eine Stunde aufhalten. Bin ja auch schon wieder 10 Minuten unterwegs. Gucken wir uns eben noch. Da waren wir noch nicht drin. Und hier, den waren wir auch noch nicht drin. Da ist was drin, da nix, da ist nichts drin, da ist wieder was zu futtern drin. Und hier ist irgendwie Material drin. Oh, Überreste. Naja, die Überreste könnte man auch gleich nicht wegdrücken. Das lässt mich ja nicht locker mit dem da oben, ne? Will er ja am liebsten rein. Aber ich habe keine Ahnung wie. Ich sehe nichts, was da hochführt. Egal, wir müssen weiter. Ich glaube, hier durch geht's. Genau. Hier kommen wir weiter. Zack. Hier ist zu. Hier ist offen. Na, hier kann man schon sehen, wohin die Reise geht. Na, that's hook. Please take care of it. Never. You never even gave us your name, but you helped us greatly. May we see you up ahead. Das ist alles so Haken, ne? Mit so Geschichten. Dini, please wait for me. Hillman, the boy, fought like a man, we could not be more proud. Oh, das klingt aber sehr
nach past, also sprich vergangen. Alia, I held on as long as I could. Please forgive me. Ouch! Ariel, we were harder on you than you deserved. Sorry. Junji, you drifted close to us from afar. I wish we'd let you in sooner. Naja, okay. Gut. Das ist hier so ein bisschen, glaube ich, die. Nicht die Town Hall, der Mayor ist hier da hinten. Drei Teile einer Seilrutsche brauchen wir, um hier weiterzukommen. Und hier haben wir die nächste Note. Speech to the Raptors, 17th of May. Fifth draft. Why do you think I, Olof Wilkström, left that corrupt city? Because they refused to let regular working class folk on board. I was appalled. Why should the elite get to escape the apocalypse? They should be forced to share their luxury. Who should force them? That's right! The greatest rafters in this new southern sea! You! Take Tongaroa! Take back your future! Ja, ne? Olaf. Unser General Olaf. Ja. Der hat hier nämlich auch ordentlich für Furore gesorgt. So, wir müssen als nächstes auf diese Insel. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder von da oben über das Stahlseil klettern. Oder ihr nehmt hier die Holzbrücke. Müsst ihr halt ein bisschen springen. So. Da drüben kümmern wir uns später drum. Ich will erst hier unten abluten, weil da gibt es nämlich noch eine Message. Die ist hier. Ghetto Scientific Journal. Monster Investigation. There's a stranger in town called Olaf something. Pa keeps going to his meetings. No kids allowed. But at night, I got Sanjay to help me sneak onto the stranger's ship. I thought maybe he had some medicine for Ma. But Olaf's boat was just filled with cages. In the cages were big rats and a very large hyena. They were so angry. Sanjay found notes talking about feeding and training them into his personal army. Sanjay thinks Olaf might be a bad guy. I think I agree. Ja, Olaf. Böser Mann, Olaf. So. Na, also, Detto hat schon erkannt. Olaf ist ein, Entschuldigung das Wort, Arsch. Na, der spannt hier sehr die Rafter für seine persönlichen Machtspielchen. Spannt er die ein. Ja, ich weiß, können wir uns eigentlich sparen, das Ding. Hier ist sonst nichts weiter mehr. Aber es ist nicht so, dass wir eilig hätten, ne? Wir haben, wir sind sehr früh hier. Kommen wir da drüben rum. Und wir sind drin. Ja, so ein bisschen geduckt hüpfen hilft manchmal. Zack. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Hier waren wir noch nicht drin. Drin, hey. Den nehmen wir mit. Sonst ist hier nichts weiter. Zack. Hier ist eine andere Hälfte. Da ist nichts drin. Das war's. Zack. Zack. Und so wühlen wir uns durch die ganze Stadt. So, dann gehen wir mal da drüben hin. Ich hoffe, ich sehe unterwegs nicht zu viel. Manchmal ist es echt schwer zu sagen, war ich da schon, war ich da noch nicht. Ja, viel ist es ja nicht mehr. Zack, hier ist nichts drin. Carl's Carpentry. Ah, vielleicht kriegen wir ein bisschen Holz. Oh, Lärm.
So. Da ist nichts drin. Da müsste was zu futtern drin sein. So. Ah, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Da oben war ich, glaube ich, schon. Oder? Ist hier was? Tischsäge? Nö. Gut. Hier ist auch noch ein Amboss-Schmiede. Sonst ist hier nichts. Gehen wir mal hier durch. Dadurch. Ja. Sonst ist hier auch nichts. Noch was zu futtern. Da ist nichts in der Ecke. Ja, dann sind wir hier auch schon angekommen. Plastik nehmen wir mal mit. Aber hier ist auch nichts drin. Gut, dann klettern wir mal gleich wieder nach oben. So, dazu hier hoch. Da hinten geht's auch hoch. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Hier waren wir schon. Da waren wir schon. Jetzt hier weiter. Da ist die nächste Leiter. Hier hoch. Ne, sind die überall die Seilbahn, aber dazu brauchen wir das Seilbahnwerkzeug, ne? So. Jetzt sind wir rübergekommen. Jetzt geht's hier lang. Zip. Na, wo ist er? Aua! Oh, guck mal. Dreck! Nehmen wir mit. Hier ist irgendwo noch ein Bienenschwarm. Nee, nur Honig. Zack! Zack! Und wenn ihr schon auf dem Radar seht, ne? Das blaue, das rote da oben. Ne? Hier, das sind alles Pufferfische. Die können wir alle jagen. So, da ist noch ein Lama. Gut zu wissen. Ist hier noch was drin? Zu futtern? Nö. Sagte Zeit. 18 Minuten sind gut in der Zeit. So, dann gehen wir mal hier hinten weiter. Ist hier noch was drin? Ja, hier könnte auch noch was drin sein. Nicht nur hier in der Ecke. Hier ist wieder irgendwo was drin. Na, mach auf. Gut! Hier ist noch Dreck. Den nehmen wir mit. Ja, das ist der Vorteil, wenn man in der Nacht arbeitet. Die haben so einen tollen Glowy-Effekt, aber ihr müsst natürlich dann auch einen Monitor haben, mit dem ihr das erkennen könnt. Oh, hier kann ich Axt benutzen. Bei dem auch? Ist das Holz? Nee, doch. Gab nicht so viel Holz. Er hier? Nö. Nee. Du? Jo. Shut up. Und wir haben wieder eine von Sanchez Nachrichten. Datto's Experiment Journal, Attempt 733. Pa helped me weld the rocket together, and Sanjay borrowed some fireworks to get it started. Pa had to apologize to everyone for the explosion. I don't get it. It was just a test, not an overreaction. They would have taken my tools if Sanjay hadn't helped me put out the fire. Ah, good helper, Sanjay. Ich mag Detto. Was regen die sich auf? War doch nur ein Test. So. Und hierfür brauchen wir jetzt einmal explosives Pulver. Das kriegen wir, wie gesagt, wenn wir diesen Glibber, den wir von den Pufferfischen einschmelzen. Eins habe ich noch im Inventory. Also, an Bord gehabt.
Boom. Oh, guck mal. Völlig losgelöst. So, der Fallschirm geht jetzt da hinten runter und jetzt ist das für uns der nächste Hinweis. Da müssen wir hin. Ja. Da drüben, wie kommen wir am besten hin? Da ist auch gleich ein Pufferfisch. Können wir schon mal Bogen bereit machen. Dass wir die ersten Pufferfische hier mal erledigen. Huhu! Warte mal. Wir füllen nochmal Getränk auf. Butter auf. Und Shift für Sprinten. Geronimo Big Mom! Platsch! Und. Ach, so. Gleich looten. So, dann haben wir hier nämlich Ruhe. Ich meine, die spawnen nämlich so schnell nicht wieder. So, jetzt müssen wir nochmal gucken, wie kamen wir denn hier drauf. Und zack. Hier rum. Oder hier lang. Hier lang. Zack. So, den nehmen wir gleich mit. Ist hier nichts dran. Na. Komm raus hier. So. Kurz sind die Kakteen nicht pieksig. Hier, dann flitzen wir mal eben schnell hier rüber. Da ist doch irgendwas in der Ecke. Guck mal, da ist eine Kiste. Mal sehen, wie wir da rankommen. What? Okay, verdammt. Den können wir trinken, bringt eh nix. Die bringen, können wir essen. Weil das ist, Überreste. Bringt uns auch nix. Kopfbrühe aufnehmen, Pilzomelette mit aufnehmen. Ich glaube, wir müssen nochmal zum Boot zurück. Weil wir brauchen Platz im Inventar. Und wir haben einen neuen Bogen. Aber machen wir gleich, wenn wir angekommen sind. Ups. So. Da ist nämlich unser Paket. Gut, wenn ihr an der gleichen Stelle seid wie ich, euer Boot ist hier um die Ecke rum, dahinter. Ich mache jetzt nochmal eine kurze Pause. Bring nochmal eben schnell, machen uns schnell unser Inventar leer und dann machen wir hier weiter. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Inventory ist leer. Du kannst jetzt Feuerwerk erforschen. Und wir haben Major Tom. Und wir haben das, den ersten Teil einer Seilrutsche. Das haben wir generell schon. Ja. Oh, wir haben alle drei des Lagers. Am Start der drei Teile des Lagers. Jetzt genau eins hin. Da. Genau, alles klar. Dann und zwei Teile? Wir haben das andere Teil der Seilrutsche dann gefunden. Weiß ich auswendig gar nicht. Gut, jetzt stehen wir natürlich ein bisschen blöd da, uns fehlt noch ein Teil, wenn man also nicht weiß, wo es lang geht, es geht wieder ins Wasser. Hup, Bogen. Achso, ich habe noch gesehen, wir haben noch einen zweiten Bogen mit, habe ich es vergessen auch noch wegzuräumen. Erstmal hier lang. Schwupp. Gleich mal hier die Pufferfische jagen. Zack. Upsi. Zack, so. Und wenn wir schon mal dabei sind, zack. Zack. Der ist da unten. Wir wollen aber erstmal zack, hier lang. Und wir looten auch noch nicht alles. Das mache ich in einem nachgehenden Run, weil ist hier, die Insel ist sowas von dermaßen ressourcereich. Das mache ich zwischen den Folgen. My name is Sanji. I think I'm in trouble.
Detto put together a diving suit using a bike and an old diving helmet. Detto put weights in it to go down, but he put in too much. Now if I leave, then no one will pump air to Detto using the bike. If I'm thrown in jail, this is proof I'm innocent. Detto Scientific Journal, Underwater Caches. Sanjay ran off crying as soon as they dragged me out. Very unprofessional. There's lots of debris underwater. I couldn't get anything out though, sad. Pa forbade me from doing any more experiments. I think he's just angry because Ma got sick. Dr. Henry said she'll be okay. So it's okay. Yeah. Yeah, armer Sanjay. Ah! Dettos kleiner Helper und kriegt immer nur ins Gesicht. Okay, hier ist nichts drin. Gut. Ansonsten, das spare ich mir jetzt alles zu looten. Da wirst du ja echt wahnsinnig bei. Allerdings, was wir jetzt machen müssen, ist quasi der nächste Punkt. Und uns an 1000 Pufferfischen und in die Tiefe tauchen. Wenn ihr nicht den Strong Diver Mod installiert habt, dann besorgt euch auf jeden Fall ein paar Flossies. Hier die Flossen und den Sauerstofftank. Nehmt davon ruhig mehrere mit. Ist eine sehr gute Vorbereitung. Ansonsten könnte das nämlich echt knapp werden. Ich meine, es geht auch ohne. Es ist nur angenehmer mit. Und mit dem Strong Diver ist es dann sowieso gar kein Drama mehr. Nehmen wir jetzt ein bisschen Schrott mit. Ihr müsst eigentlich nur dem Schlauch folgen. Übrigens, die ganzen Wände hier, die sind voller Eisen. Ne? Zack. Zack. Und zack. So. Und dann geht's hier wieder runter. Na. Achso, natürlich, wenn ihr auch nicht die Pick Everything from Hand habt oder Handgather Mod, dann solltet ihr auch den Haken mitnehmen. Hatte ich jetzt vergessen. Hier ist so eine kleine Station, hier kann man zwischendurch Luft holen. Soll der Fahrrad wieder offen? Ansonsten heißt es weiter dem Schlauch hinterher. Mal gucken, hier war doch nochmal irgendwo. Irgendwo war hier noch ein Pufferfusch. Schrott nehmen wir mit. Was habe ich nämlich an Bord? Echt zu wenig. Eisen, alles ist okay. Das Stein interessiert nicht. Da ist der nächste Pufferfisch. Zack. Zack. Ups, das war knapp. So. Und dann weiter dem Kabel hinterher. Und tiefer und tiefer. Into the depths we go. Und hier können wir nochmal Luft holen. Und dann geht's natürlich weiter runter. Na, hier alles voller Erze. Aber das loote ich ein andermal. Das, wie gesagt, mache ich zwischen den Folgen. Woohoo! Und passt auf die Pufferfische auf. Oh, gleich zwei. Ja, das wird witzig. Das hatte ich auch noch nicht. Oh, gleich beide weg. Na komm. Den haben wir. Ich zoome mal ganz kurz ein bisschen rein. Da wird mir gerade ein bisschen unheimlich mit dem Pufferfischen. Wo müssen wir lang? Da lang. Na, die Aktion wäre jetzt ohne Strong Diver super spektakulär geworden. Und dann sind wir auch schon gleich am Ziel. Nochmal Pufferfische. Zack. Zack. Ah, shit. Den haben wir berührt. Verdammt. Wo war der andere jetzt?
Ich bin bei sowas echt nicht der Beste. Zack, so. Wo ist jetzt der Schlauch? Da. Und dann rein. Erstmal Luft holen. Und dann geht's hier weiter. Einmal Schlüssel zur Krankenstation. Den brauchen wir. Und hier haben wir das letzte Teil der Seilbahn. Und hier haben wir einen Bauplan für den Metalldetektor. Zack. Und jetzt geht das Ganze quasi wieder nach oben. Unterwegs können wir noch ein bisschen Schrott mitnehmen. Ah, irgendwo ist hier noch ein Pufferfisch. Hier könnt ihr wieder Luft holen. Ich schaffe das auch in einem Zug. Ich muss mal meinen Monitor sauber machen, stelle ich gerade fest. So. So. Na, jetzt sehen wir schon langsam wieder mal die Oberfläche. Und da sind wir auch schon wieder an Land. Wunderbar. Zeitlich passt das, genau. Haben wir den Metalldetektor eigentlich oder können wir ihn nur bauen? Ne, wir haben keinen bekommen. Wir dürfen ihn nur bauen. Aber wir haben das letzte Teil der Seilrutsche. In diesem Sinne... Ja. Ich laufe jetzt nochmal Richtung Boot. Und dann müssen wir nochmal nach ganz da oben, um uns quasi die Seilrutsche zu bauen, weil ohne die geht's nicht weiter. Aber dann sind wir in der nächsten Folge auch mehr oder weniger durch mit dem Ding. Wie gesagt, ich werde zwischen den Folgen hier nochmal unter Wasser alles abgrasen. Und ja, da muss ich euch nicht mitnehmen. Das dauert, das ist sehr repetitiv. Ne? Das ist alles nur... So, die Pläne können wir uns nochmal eben angucken. Gemeinsam, wo ich euch schon mal hier habe. Was haben wir nochmal genau gefunden? Also wir haben ein Feuerwerk. Lege es auf dein Floß, um es anzumalen. Aha. Und den Metalldetektor. Vergiss die Schaufel nicht, genau. Der Metalldetektor, unheimlich wichtig. Die beiden packen wir erstmal wieder hier rein. Die beiden kommen hier runter. Ich müsste nochmal... So, das ist ja eigentlich nur ein Spielzeug. Das können wir als Deko irgendwo hinschmeißen. Essen müssen wir natürlich auch nochmal was. Na, Feuerwerk, zack. Metalldetektor, zack. Das, was uns fehlt, ist Titan. Und das Ei. Ei kriegen wir, wenn wir so ein Dodo fangen und bei uns ins Käfig schmeißen. Ja. Können wir eigentlich einen bauen? Vor allem, wo finden wir den? Jo. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, wenn wir gleich nochmal die Insel flitzen. Weil Metalldetektor, werdet ihr sehen, ist super wichtig. Gut, wie gesagt, ich flitze jetzt nochmal durch die Unterwasser lang. Gras hier alles ab. Das sollte nicht allzu lange dauern. Mein Kaffee ist auch so kalt geworden. Wir sehen uns dann quasi hier auf der Back wieder, wenn ich alles eingesammelt habe. Und dann flitzen wir nochmal hoch zum Zentralen und schließen dann Caravan Island zusammen ab. Und ich werde nochmal Sharky töten, weil Sharky ist eine gute Quelle für Haiköpfe. Die einzige Quelle für Haiköpfe. Und Haiköpfe sind eine gute Quelle für Sprit. Wir haben übrigens mittlerweile, glaube ich, schon 6 Töpfe Sprit zwischendurch gelootet. Hier ist auch nochmal einer. Also, ihr sammelt auch hier auf der Insel so ganz gut Sprit. Wenn ihr also mal irgendwie Spritknappheit habt, ne, und keine Lust habt, da ständig euren Refiner zu benutzen, könnt ihr hier auf der Insel sehr gut looten. Und der Screecher, wie gesagt, der hält 4, 5 Metallpfeiler aus. Mit Steinpfeilen sind es ein paar mehr. Ich glaube 6 oder 7. Aber wie gesagt, Vorteil ist gegenüber anderen Inseln, dass der euch definitiv nicht in Ruhe lässt. Das heißt, er folgt euch bis aufs Boot. Baut euch da irgendwie einen Unterstand. Wenn ihr da irgendwie einen Unterstand habt, könnt ihr quasi gucken, wie er anfliegt. Knallt ihn ab, verzieht euch dann unseren Unterstand. Das heißt, wenn er seinen Stein fallen lässt, haut er das irgendwie dann aufs Oberdeck. Seht halt zu, dass ihr da irgendwie was über euren Kopf habt. Ansonsten, ja,
tolle Insel bisher. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wenn ja, ne, lasst ein Däumchen da. Drückt auf den Abo-Knopf. Würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, genießt die Zeit. Genießt den Tag. Genießt den Abend. Genießt das Wochenende. Sommer, Winter, Herbst, was auch immer. Ciao, tschüss. Ich bin raus. Euer Onkel Svenner. Bis dann. Tschüss.